Kila-Kila-Sana, eine Shiva-Stellung. Raffaela zeigt, wie es geht. Du hockst auf dem Gesäß, du gibst dann die Unterarme auf den Boden und legst dann die Füße auf die Unterarme, die Fersen in die Ellbeuge. Dabei zeigen dann die Handflächen nach oben. Diese Stellung heißt Kila-Kila-Sana. Kila-Kila ist ein Geräusch, das Freude ausdrückt. Eventuell so eine Lautmalerei wie Kille-Kille, was man ja sagt, um Kinder zu Freude zu machen oder zum Kitzeln, wird wahrscheinlich im Sanskrit etwas Ähnliches heißen. Kila-Kila ist jedenfalls ein Geräusch, das Freude ausdrückt. Und es ist auch ein Beiname von Shiva. Shiva ist derjenige, der Freude bringt. Und so ist Kila-Kila-Sana eine Shiva-Stellung. Und wenn du in dieser Stellung bist, dann empfinde tiefe Freude. Die Stellung ist auch eine gute Übung, um die Hüftflexibilität zu fördern. Da ist noch eine stärkere Drehung als in dem normalen Bhadrasana, weil die Füße etwas höher sind. Ist eine gute Massage der tiefen Bauchorgane und eine Stellung, um freudevolle Ruhe zu erfahren. Alle Infos zu Yoga-Meditation und Ayurveda auf www.yoga-vidya.de. Praktische Anleitungen zum Yoga auch auf der Yoga-Vidya-App.